Medium oder das Medium verkosten. Ich hätte gerne Englisch, wenn es geht. Englisch geht nicht, alles geht rüber. Aha. Weil wir haben es halt schon ein bisschen vorbereitet. Okay. Dementsprechend könnten wir es halt Medium Well oder Well Done machen. Wir hier im Steakhouse arbeiten halt in 5 verschiedenen Garstufen. Das fängt halt an bei Rare. Rare heißt halt eigentlich, dass es roh ist. Roh heißt aber nicht gleich, dass es kalt ist. Also wir hier arbeiten halt mit dem Kernkühler. Das ist halt das Einfachste, das Sicherste, wenn man halt wirklich ein Steak zu Hause macht. Weil es halt einfach die Nummer sicher. Rare schicken wir hier bei 30 bis 35 Grad. Es geht dann weiter bei Medium Well, das ist 40 bis 45. Medium fängt an bei 45, geht hoch bis 48. Und später ist man bei Well Done. Well Done heißt halt durch. Das heißt halt, dass die Röte des Fleisches genommen ist, aber der Saft halt trotzdem noch existiert. Und das ist halt bei 65 Grad. Ansonsten, wie schickt man oder wie produziert man das richtige Steak? Wir hier braten es halt scharf an von beiden Seiten. Da ist es halt wichtig, dass die Pfanne heiß ist im Vorfeld. Ich kann es halt immer empfehlen, dass Sie die Pfanne erst heiß machen und dann das Öl dazu geben. Dann kommt es natürlich auch darauf an, was für ein Öl man nimmt. Man darf halt kein Olivenöl nehmen. Olivenöl verbrennt halt zu schnell. Auch wenn man zu Hause mal eine Gemüsepfanne macht, lieber erst Apfelöl oder Sonnenblumenöl nehmen. Und zum Schluss dann halt mit Olivenöl verfeinern, sodass man dann auch dieses frische Aroma hat. Beim Fleisch ist es auch ganz wichtig, weil man möchte ja den Geschmack halt nicht verändern oder verfälschen. Dann fangen wir halt an mit dem Pommernrind. Das ist ein deutsches Rind. Kommt halt auch aus Pommern. Das Schöne bei diesem Rind ist halt, dass es 120 Tage vor der Schlachtung zugefüttert wird und dementsprechend halt wirklich darauf geachtet wird, dass es halt die Masse hat, um halt auch zur Schlachtung zu gehen. Ansonsten kann man, oder es ist halt 4 Wochen abgereift. Das ist halt ein Dry-Age-Verfahren. Der eine oder andere hat es halt vielleicht schon mal gehört mit dem Dry-Aging. Dry-Aging heißt einfach, dass es trocken gereift ist. Hier wurde es halt 4 Wochen am Knochen gereift. Das Schöne ist halt einfach, dass der Geschmack sich dadurch modifiziert. Das meiste Fleisch, was man halt im Supermarkt kaufen kann, das wird dann halt im Vakuum gereift. Das liegt einfach daran, dass die Tiere zur Schlachtung kommen.